Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Saboteur. Ja, ich brauche eine neue Uniform. Und ich habe auch schon hier das richtige Stealth-Kill-Opfer gefunden. Und dann verkleiden wir uns mal. Ah, damit komme ich auf jeden Fall da rein. Das ist auf jeden Fall gut. Ich hätte, glaube ich, hätte das Ding, die Uniform eben nicht wegschmeißen dürfen. Oder im letzten Part besser gesagt. Okay, ich sprint mal hier einfach durch. Okay, wow. Vielleicht. Ach Mist, ich bin ja. Wow. So viel dazu. Och nee, das gibt's doch nicht. Ach so. Oh. Und wird automatisch enttarnt. Das ist ja doof. Ob ich erledigt bin, ist so eine Sache, aber... Genau, hier, gib mir mal deinen Kübelwagen. Hey! Aua. Nee, die Granate will ich gar nicht. Los, gib Gas. Ah, jetzt darf ich mir gleich wieder eine neue Uniform suchen. Das ist doof. Okay. Aber wir brauchen diesen Champagner auf jeden Fall, um sorry. Oh, oh. Hey! Das ist jetzt mal wieder nicht wahr. Mann. Ich kletter hier einfach mal auf die Dächer. Mal gucken, ob das was bringt. Krass. Wow. Nee, ich glaube nicht, dass ich ausgespielt habe. Geil, man kann ja echt einfach so rüberspringen. Das ist ja cool. Oh. Aber ich glaube, das macht meine Situation nicht besser. Wir finden hier nochmal Munition. Ich glaube, so weit trifft man gar nicht. Nee. Ich muss hier auf jeden Fall wieder vom Dach runter. Okay. Ja. Gibt's denn kein gescheites Versteck? Hier müsste der Alarm irgendwann schwächer werden, theoretisch, da man mich ja jetzt nicht sieht. Dafür stecken wir mal weg. Eigentlich müsste der Alarm hier auch gleich irgendwann verfliegen. Okay. Oder halt auch nicht. Man weiß es ja nicht so genau. Ich werde schon wieder beschossen. Ganz toll.
sollte eigentlich drin bleiben. Ja, das wäre ganz gut, wenn das Blut drin bleiben würde. Ach so. Die Soldaten kommen da einfach aus den Gebäuden raus. Interessant. Ein Auto wäre jetzt nicht verkehrt. Aha, hier habe ich eine gute Chance, nicht mehr entdeckt zu werden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, das war so klar. Okay, hier kommen die Autos auf jeden Fall nicht lang. Das ist schon mal gut. Ah, das kann doch nicht sein. Ah, hier ist das Benzinlager. So, jetzt. Nein! Das kann doch gar nicht sein. Mano. So. So, jetzt ist der Kreis festgesetzt, weil mich keiner mehr sieht. Das ist gut. Okay, Alarm erledigt. Mann, Mann, Mann. Dann besorgen wir uns mal einen neuen... Oh. Einen neuen fahrbaren Untersatz. Zum Beispiel diesen hier. Okay, das interessiert die Deutschen anscheinend nicht. Das ist schön. Man kann ja einfach Autos klauen. Die Deutschen sehen mal so geflissentlich drüber hinweg. Das war, glaube ich, das war auf jeden Fall eine verdächtige Aktion. Also, wenn da so Leute auf einmal aus dem Fahrzeug springen. So, jetzt hole ich mir eine neue Uniform. Hol mir dann ein Auto. Yay, Luschenschwingervergünstigung freigeschaltet. Das ist schön. Oh, sehen wir nicht schick aus in der Verkleidung. Okay. Und ja. Nehmen wir einfach mal hier diese Ente oder was das ist. Ein Corino CL. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, ob das... Ah ja, mit dem Luschenschwinger kann man jetzt auch Stealth-Kills auch von vorne machen. Das ist ja cool. Ich glaube, das macht so das Besorgen von so Uniformen auf jeden Fall ein bisschen einfacher. So. So, mal gucken. So. Die Jungs sind ziemlich nervös. Nee, klappt irgendwie nicht. Wie kommt man denn da hin? Ach, ich hole mir jetzt den Champagner einfach so. Ich mach das jetzt hier im Rambo-Style und dann flüchte ich einfach. Ah. Ich wollte erst auf die elegante Tour machen. So. Ja, das ist auch wie auf dem Rummelplatz. Aber nicht für euch, sondern für mich. Ich hoffe, man kann die Flasche nicht kaputt machen. Das wäre doof. Wir brauchen ja immerhin für den Schwarzmarkt. So. Wahrscheinlich habe ich mir das jetzt die ganze Zeit zu kompliziert gemacht. So, dann nehmen wir sie doch mal mit. Wenn du nicht fliegen kannst, such dir ein Versteck und Verstecke erscheinen auf der Übersichtskarte als grüne Rauten. Ich muss diese Crowds abschütteln, bevor ich zu Santos zurückkehre. Okay, dann gehen wir mal in so ein Versteck. Ah ja, also Verstecke sind wirklich spezielle Orte. Das hatte ich dann eben bei dieser Erklärung dann doch falsch verstanden. Ah ja, okay, die beenden dann quasi einfach den Alarm. Das ist cool.
Gut, dann wollen wir hier mal wieder rausklettern. Und mal so den Champagne bringen. Okay. Ey, man kann ja wirklich überall draufklettern, das ist ja geil. Ne, muss sagen, das finde ich cool. Auch wenn ich jetzt hier gerade eher so nur so rumglitsche, aber... So. Autsch. Okay, wenn man B gedrückt hält, dann... Sorry Leute, ich spreche leider kein Französisch. Französisch. Jetzt müsste ich nur noch ein Auto haben. Halt an. Ja, ja, ist ja gut. Ah, okay, diese Linie auf der Karte hält man halt so nur, wenn man ein Auto hat. Irgendwie sind die Sound, die Motorengeräusche gerade irgendwie nicht da. Ich glaube, das ist aber eher ein Bug. Beim Sound hatte ich jetzt persönlich nichts mehr verstellt. Ist irgendwie auch sehr auffällig, mit dem Auto hinzufahren, aber ist egal. So. Ich hoffe, wir kriegen jetzt die Antibiotika für Luke. Mann, 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 das war ein Chaos. Habe ich mir auch, glaube ich, zu kompliziert gemacht. Ah ja. Okay, das Hauptquartier ist doch was größer. Vive la Résistance! Wo ist ein Luke? Da. Da liegt er schon mal, aber... Okay. Wo ist denn Santos? Nee, der war es nicht. Oder war das... Ah, Moment, das war ja eben eigentlich draußen markiert, ne? Gott. Gehen wir erstmal wieder raus. Ah ja, doch. Okay. Kann man hier durch? Nein. Dann, ja. Einmal außen rum. Ah, da steht er, okay. Schon, die Hälfte meines Whiskys geht an Sie. Muy bien! 1922, El Primero. Ein Glück, dass der deutsche Major keine Gelegenheit hatte, sie zu öffnen, ne? Haben Sie das Zeug? Ich habe alles, was Sie bestellt haben, hier. Es heißt, Santos ist wie die Post. Immer verlässlich. Stimmt. Cheers. Warten Sie mal, Ihre. Sie haben doch nichts zu tun, oder? Ich hätte vielleicht Arbeit für jemanden wie Sie. Sorry, bin im Urlaub. Dann habe ich vielleicht was anderes, das Sie interessieren könnte. Wenn Sie hier fertig sind, kommen Sie zu mir. Ich wohne gleich gegenüber von Bell. Okay. Wahrscheinlich kann der einem dann so Nebenaufträge geben, nehme ich mal an. Davon werden wir sicher auch ein paar machen. Also ich will jetzt nicht hier so ganz straight durchrushen durch das Spiel. So, dann haben wir die Medikamente. Das ist schon mal gut. Dann geht es dem Luke gleich auch wieder besser. Hoffentlich zumindest. Ich habe die Medizin. Oh gut. Die Wunde hat sich entzündet. Ich bleibe, bis er über dem Berg ist. Du kannst hier nicht bleiben. Komm schon, ich bring dich zurück ins Bell. Nun, das wirst du nicht. Veronique, ich passe doch nur auf dich auf. So wie du auf Jules aufgepasst hast, das wird nicht nötig sein. Oh, 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 oh. Erfolg. Yay. Was haben wir denn da? Details. Mal gucken, was wir uns so Neues freigeschaltet haben. Also, wir haben den Luschenschwinger, damit können wir jetzt halt auch Stealth-Kills von vorne machen, okay. Bewaffnung, ja, weniger Rückschlag und so, das hatten wir schon. Flüchtling, halte... okay. Ja, das war jetzt etwas sehr schnell. Ah ja. Okay. Müsste man mal ausprobieren, wie das dann funktioniert. Okay. Pause-Menü sollen wir... Was haben wir da? Extras, Einstellungen, Tagebuch.
Ah, okay, da sieht man dann nochmal die ganzen Tutorials. Beziehungsweise das Glossar und dann auch nochmal Tutorials, wie man gewisse Sachen macht. Und Dialoge. Ah ja. Okay. Muss nur gerade mal kurz überlegen. Okay, wir haben jetzt hier schon zwei Hauptquartiere. Freigeschaltet. Aber ich muss sagen, die Karte ist nicht so toll. Und Santos und Vitore sind auf der Karte markiert. Interessant. Also nehme ich mal an, dass dieses VI Vitore ist. Und mich würde mal interessieren, was hier mit dem Sound los ist. Irgendwie hört man die Fahrgeräusche nicht mehr. Wobei nein, 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 nein. Ich fahre noch mal kurz zurück. Ich wollte noch mal kurz mit Luke sprechen oder mal gucken, was man da sonst noch machen kann im Hauptquartier. Wobei ich es ja immer noch für extrem auffällig halte, dass hier halt einfach mal so ein Auto reinfährt, obwohl ja eigentlich gar nichts mehr sein dürfte. Aber gut. Gut, ich könnte das jetzt auch so rollenspielmäßig machen und das Auto draußen stehen lassen und dann hier zu Fuß reingehen. Ist dann natürlich etwas weniger auffällig, aber naja. Aber ich wollte mal gucken, was mit Luke ist. Ob man jetzt noch mit dem reden kann, gibt er einem einen neuen Auftrag oder so. Nein, ich wollte eigentlich nicht wieder raus. Lag der denn? Da. Ich kann nicht mit ihm reden. Okay. Gut, dann fahren wir doch mal zu Santos oder Vitore. Und gucken, was die so für uns haben. Falls sie was haben. Denke mal, da werde ich noch schnell hinfahren und dann mache ich einen kleinen Cut und dann geht es dann weiter. Aber das mit den Fahrgeräuschen ist doch etwas irritierend. Ah, die Musik ist grandios. Wenigstens das. Okay, ich folge jetzt einfach mal diesen Symbolen da auf der Karte. Santos meinte, er würde gegenüber vom Bell wohnen. Schauen, ob ich das noch wiederfinde. Ah, okay, und Vittore ist dann wahrscheinlich in dem ursprünglichen Versteck. Ein netter kleiner Ort ist das hier. Ja, ein netter kleiner Ort, das ist richtig. Ach, Moment mal. J'ai entendu dire que c'est une balle perdue.
Gibt es hier nicht auch einen normalen Eingang? Kann er schon fast nicht sein. Da ist er. Worüber wollten Sie mit mir reden? Sie sind ein vielbeschäftigter Mann hier. Ich kann Sie mit allem versorgen, was Sie für Ihre persönlichen Geschäfte brauchen. Ja? Womit denn? Mit allem, was Sie wollen. Waffen, Munition, Sprengstoff. Ich beschaffe die Sachen für Männer wie Sie. Diskret und zu sehr vernünftigen Preisen. Okay. Ich nehme nicht an, dass Sie Schecks akzeptieren. Ich fürchte, nein. Und wie soll ich Ihre Ware bitte schön bezahlen? Na, mit Schmuggelgut natürlich. Optimal ist deutsches Kriegsgerät. Die Deutschen haben in der ganzen Stadt Stellungen. Sie werden schwere Waffen brauchen, um sie zu knacken. Sprengstoff vielleicht. Meine Leute schreiben Ihnen jedes Ausrüstungsstück gut, das Sie bergen. Deutsche Offiziere sind auch eine gute Quelle für Schmuggelware. Natürlich müssen Sie sie zuerst töten. Sie bekommen für die Schmuggelware bei meinen Händlern Waffen, Munition, sogar Fahrzeuge. Meine Leute stehen in der ganzen Stadt bereit, 24 Stunden am Tag. Und? Ich muss doch sicher eine Gebühr bezahlen, um in Ihren kleinen Club aufgenommen zu werden. Ja, aber nur eine kleine Spende, um meine Auslagen zu decken. Sehen Sie es als Investition in die Zukunft. Mein Freund Pierre hier wird Sie mit dem Nötigsten versorgen. Kostenlos. Akt 1, der Schwarzmarkt. Okay, also wenn jemand eine Mission für uns hat, dann sehen wir das auf der Karte mit diesem Buchstabenpaar. Anscheinend können wir dann wohl auch immer nur eine Mission gleichzeitig machen. Naja, weil jetzt das andere Buchstabenpaar, dieses VI für wahrscheinlich Vitore, jetzt weg ist. Naja, wie dem auch sei, ich würde dann jetzt mal an dieser Stelle einen Cut machen und dann sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Saboteur wieder. Bis dahin, tschüss.